Hallo, herzlich willkommen zurück zur ESL ThinkFast Razor League. In den dritten Qualifiers zwischen Northern Line und 3D Max, das Finale. Und ja, es wird spannend. Dritte Qualifiers heißt, um die Ligastruktur zu erklären, wir haben vier Qualifiers, wo jeder teilnehmen kann. Und je höher plötzlich man kommt, desto mehr Punkte bekommt man. Das ist hier das Finale, das heißt, der Gewinner kriegt 100 Punkte. Der Verlierer, also Spielplatz 2, kriegt dann 70 und Platz 3 irgendwie 50, Platz 4 30. Und am Ende der vier Qualifiers werden quasi die besten 19 Teams in einer Gruppenphase getan. Da fällt dann die Hälfte raus und dann haben wir ein Playoff zwischen 8 Teams, die dann in Single Elimination Best of 3 durchspielen bis zum Grand Finals, was dann Best of 5 ist. Und dann gibt's ganz tolle Razer-gesponserte Mäuse, gesponserte Mauspads und so Zeugs zu gewinnen. Ist schon. Ja, das ist die Ligastruktur. Und bisher haben wir die Northern Lions, die schon die erste Qualifiers gewonnen haben, schon ihre 100 Punkte eingesackt haben. Wenn ihr euch mal überlegt, vier Qualifiers und das Finale kriegst du 100 Punkte. Und ja, die besten 19 Teams gewinnen, heißt halt quasi, dass die Northern Lions schon weiter sind. 3D Max haben hier zum ersten Mal mitgemacht. So, dieses, ja, okay, wir machen mal das dritte Qualifiers mit. Erstmal im Finale. Easy. Aber 3D Max sind auch. Ich habe gesehen, sie sind aus Frankreich. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass es ein. Dass sie ein deutsches Team sind, aber sie sind aus Frankreich und einer der bekanntesten französischen Teams. Neben hier den bekannten Sachen wie Bucking Mad und so. Der jetzt auch ein neues Team hat, aber 3D Max ist doch ein relativ bekanntes Team, die auch in einigen anderen Ligen mitmachen. Ja, und die Northern Lions haben wir eben gesehen, wie sie doch überzeugend gewonnen hatten. Terrorblood, ja. Die Drafts, die Buns sind hier doch alles Standard, alles Standard, alles Standard, nein. Also doch irgendwie schon. Aber das ist auch sehr interessant zu sehen, dass 3D Max doch den Ogre Magier so hoch valued und auch den Nature's Prophet mal wieder pickt. Northern Lions hatten im letzten Spiel auch gegen Nature's Prophet als Second Pick antreten müssen, aber kamen dagegen noch relativ gut klar. Was ich sehr freut, ist ein Clockwork als zweiter Pick, weil gefühlt habe ich den schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich zu Recht, nein, eigentlich nicht. Eigentlich wurde er nicht genervt, eigentlich wurde er nicht gebufft. Eigentlich ist er gleich geblieben, aber irgendwie wird er nicht mehr gespielt. Und da ich Clockwork mag, weil es einer der wenigen Helden bin, die ich spielen kann, nein, weil was ein total toller Held ist und total versatile und super tolle Dinge kann, freut es mich hier zu sehen. Und wir haben wieder die Crystal Maiden von Northern Lions, auch im letzten Spiel schon da. Hauptsächlich, ja, Futter eigentlich. So, okay, wenn Northern Lions irgendein Teamfight verlieren, ist sie immer die Erste, die stirbt. Wenn sie irgendwo steht und sie gesehen wird, stirbt sie. Aber hey, sie hat eine schöne Aura und ja, wenn sie in der Basis steht, tut sie auch was, ist ja auch was. Ja, an den Buns. Morphling wurde von 3D Max gebannt, vielleicht haben sie das letzte Game gesehen, aber dementsprechend hat auch Spectre gebannt, somit wird das wohl kein 60-Minuten-Spiel, das erste Spiel hier sein. Wie ich schon erwähnt hatte, ist es ein Best of 3, dementsprechend nur das erste Spiel, hier wird noch nichts entschieden, außer den kleinen Vorteil und vielleicht ein bisschen Hibbeligkeit ins zweite Spiel, wenn es dann doch irgendwie auf einmal um den Sieg geht, aber es ist nun mal die Qualifiers. Prinzipiell, wenn du hier den zweiten Platz machst, hast du eigentlich schon, ja, quasi hast du schon einen Platz in der Gruppenstage drin. Also ich weiß nicht, ich guck mal hier ins Portal rein. Was haben wir so alles? Irgendwo gibt's hier eine Statistik. Okay, das Liga-Portal ist dann da. Genau hier. Und wir haben auf den paar ersten Plätzen haben wir halt Chili Willy mit 170 Punkten. Das heißt, wenn du hier den zweiten Platz bekommst, hast du 70 Punkte und bist quasi instant auf irgendwie Platz 4 oder 5. Und ja, also dementsprechend geht es hier, technically geht es hier um nichts, aber Hauptsache auch um den Sieg. Northern Lions werden wahrscheinlich 3D Max auch kennen und werden gespannt sein auf so ein doch relativ starkes Team. Ich habe jetzt 3D Max nicht so ganz verfolgt, ob es bisher nur Stomps waren. Aber dementsprechend bin ich gespannt, ob. Ja, ich habe so ein bisschen im Kopf, dass 3D Max doch eine Liga drüber spielen. Egal, nicht hypen.
gucken. Visage Kunker. Okay, man sieht es schon. Visage wird nur in Pro-Games gespielt. So mein 3D Max im Pro. Nein. Visage Kunker, okay. Sehr viel Early Game Aggression. Aber auch wahrscheinlich ein Carry Kunker. Wenn wir den Ogre Magi sehen. Also hier nicht dieser coole Support, aber wir sehen eventuell doch schöne Rampage Crits bekommen. Ein Hit und alle fallen um. Besonders gegen Crystal Mane und Vengeful Spirit könnte es durchaus passieren, dass Kunker halt einfach mal vorne im Teamfight reinhaut und hinten fallen zwei Supports um. So dieses, okay, Teamfight beginnt, Double Kill, ups. Ja, okay, Teamfight ist schon vorbei. Naja. Northern Lions Band, die Draw Ranger hat auch, okay, sie haben Visage gesehen. Nächstes Prophet wäre drin, das wäre durchaus ein guter Pick gewesen. Und PA wird gebannt von 3D Max. Sie brauchen halt, Northern Lions braucht irgendeinen Carry. Und jetzt ist Morphling raus, PA raus. Wir haben Bro raus, Spectre raus, Terrorblade raus. Ist halt nicht mehr so viel, was übrig ist. Mal überlegen, was noch so sein könnte hier. Ja, Void, aber ich weiß nicht. Void wäre möglich ein Slark, okay. Greedy, Greedy. Slark braucht Kills. Oder Slark macht Kills. Das ist nicht so ultra late game, aber hey, 3D Max sind das auch nicht. Und Necrofrost, okay. Da geht ja jetzt hier. Da geht's ja jetzt ja hier all Midgame. 3D Max haben natürlich auch ein bisschen Late Game, nicht das Prophet. Northern Lions, Razor Slark, klar. Von daher wird das, glaube ich, hier sehr, sehr brutal nach 20 Minuten entschieden sein. Sage ich jetzt mal an. Aber natürlich kann alles passieren. Außer anderes. Also es kann alles passieren, was in Dota möglich ist. Was die Engine macht, you know. Crystal Mane fehlt noch zum Picken. Und dann gehen wir in das erste Spiel. Los. Naja. Bisschen Strategy Time ausnutzen. Jetzt gehen wir in das erste Spiel im Best of 3 zwischen 3D Max und Northern Lions. Finale. Oh. Auf der Seite von 3D Max haben wir James Bong on a Mission. Der nicht das Prophet auf die Offlane mit Boots First schickt. 3D Max RVP nimmt den Carry Kunker zusammen mit dem Entap auf dem Ogre Magi und. Naja. Wait, what? Nee. RVP geht in die Mitte als Kunker. Und der Necrophos von Benzi wird der Farmer gesagt. Benzi ist der Farmer. Ich erinnere mich. Und ein französischer Name nimmt die Message als Support. Ich versuche das gar nicht. Ja, auf der Seite von den Lions haben wir Ingman auf dem Carry Slark. Evasion und Sai Wee T machen das Ganze auf Vengeful Spirit und Crystal Maiden als Support. Phantom XP in der Mitte, wieder auf dem Razor, wie im letzten Spiel auch. Und auf der Offlane haben wir CA auf dem Clockwork und Pause Dota. Erste Lag. Pings. Ja, er hat Ping. Er hat. Na, wobei, nein. Das war nicht. Na gut. Alicic ist hier. Ein Caster dementsprechend. Eigentlich sehe ich hier auch keine Lags, aber hey. Das wissen die Spieler wohl am besten. Oder sie brauchen ein bisschen Zeit. Tactical Pause. Können ja auch immer sein. Ja, dann habt ihr auch ein bisschen Zeit für die Casters, dass sie auch wieder reconnecten. In der Zwischenzeit haben wir im Lower Bracket Finale das Spiel. Ja, Swaggy Dudes gegen 0 plus 4. Oder 0 plus 4 oder 4. Und ja, das. Auch mal gespannt. Wie gesagt, 0 plus 4 hatten gegen 3D Max hier verloren. Muss nichts heißen. Aber auch Swaggy Dudes haben halt auch super ihr Spiel durchgezogen. Wurden so von so einem Morphling überrannt. Naja, naja, naja. Und wir warten halt immer noch auf die Pause zu Ende. Wie sieht denn die Laning Stage hier aus? Wir haben einen Clockwork, der gegen ein Slow Stun Heaviges Lineup von Ogre Magi Visage gegenkommt. Haben sehr viel Burst Potential, halt auch mit dem Necro. Und ja, Ogre Magi wird halt immer in your face gehen. Dementsprechend werden wir ein paar Cox sehen, ein paar gut platzierte Cox. Aber ich glaube mal, dass das Clockwork hier, ja, wird wahrscheinlich nicht so wirklich sterben.
Aber wird doch keine tolle Zeit haben. Auf der Offlane, Nature's Prophet gegen. Ja, Crystal Maiden, Vengeful Spirit Slark, glaube ich tatsächlich, dass er eine richtig üble Zeit haben wird. Denn wenn hier der erste Stun sitzt, wird Slark vorbeikommen. Dann kann es halt richtig schnell ein First Blood geben. Besonders da diesmal auch in Lions sagen, okay, wir holen uns keinen so starken Roamer. Klar kann Evasion und Cybert irgendwie noch rotieren. Smoke ist halt auch schon da auf der Vengeful Spirit. Aber es ist halt nicht so, dass sie den Mirana haben, die gesamte Zeit nur hinten in der Mitte hockt. Das hat im letzten Spiel funktioniert. Haben wir halt den Brewmaster damit fetter gemacht. Aber in diesem Fall, ja, gegen Kunker wäre es durchaus gut möglich, hier was zu machen. Aber ich glaube, Razer wird auch so relativ fein sein. Hinsehen. Crystal Maiden ist jetzt reconnected. By the way, schönes Clockwork-Set hier. Hui. Mortar Forge. Nice, nice, nice. Und es geht weiter. Finally. Du kannst den Ward noch. Setzt sie sehr, sehr aggressiv zum Pullen rein. Aber halt auch früh genug, dass sie da nicht bei gescoutet wird. Auch mal gespannt, ob er hier gegen doch eigentlich relativ. Also ich glaube, er hat da doch viel Solo-Killing-Potential. Wenn er eine gute Lane hier bekommt, wird er auf jeden Fall richtig viel Impact haben. Deshalb bin ich halt gespannt auf die ersten paar Minuten. Denn da, glaube ich, entscheidet sich das, ob der Clockwork jetzt auf Battery Assault Max geht oder auf die Flare Max geht. Ob er halt an die Lane reinkommen kann oder nicht. Ist halt so die Sache. Wenn er hier... Ja klar, Cox First ist klar, aber... Battery Assault könnte sich halt dafür auszahlen, dass er halt auf Level 7 ganken gehen kann. Die Flares könnte dafür sorgen, dass er halt ein bisschen mehr Geld hat. Und auf der Lane halt auch klarkommt, wenn er eben nicht... Ja, eben komplett Shutdown wird. Mal gespannt. Vengeful Spirit hat eine Haste-Rune. Kann sich dabei freuen. Kann ein bisschen den Freed Harrison, aber wird wohl nicht reichen, um irgendwie aufzuhalten, dass er da stunt. Okay. Aber verhindert auf jeden Fall, dass Prophet hier die Lane wegzieht und das Camp spawnt. Nicht. Denn der Tree hat sich hinten angesneakt. Ich würde sagen, wait a minute. Der Kamerad hat doch alles. Nein, da unten ist es ganz schön. Der Tree timed. Oh, das wird richtig knapp. Könnte exakt gleich sein. Bunker verliert ja schon einiges an Damage. 21, das hilft auf jeden Fall, so einem Razer ein bisschen zu last hitten. Und ja, mich interessiert das halt nur. Wir haben hier 4. Ja, das könnte halt genau reichen. Ja, das reicht genau. Eine Sekunde. Um halt auch noch den zweiten Block zu machen. Bitter für Northern Lions. Ich hatte Nature's Prophet auf jeden Fall mit Level 2. Aber, naja gut. Sam ist ja doch erstmal komplett im Jungle einfach. Und damit ist ja sowieso das Killing Potential nicht so hoch. Und Clockwork kriegt auch einigen Damage, aber ist halt auch erstmal fein. Razer ist tatsächlich der hier erstmal down geht. Oder low wird, von der Tauern getroffen und einige Hits reinbekommen. Hat er hier den Vorteil auf der Lane? Nach derselbe wird er wahrscheinlich den Vorteil wieder rausspielen. Ja, aber 8 zu 4, 7 zu 4. Lions farmt auch mit dem Slark ganz gut. Hier scheint es mit dem Necro Probleme zu geben mit dem Last Hitten. Gut, 7 zu 1 wahrscheinlich auch einfach die Lane vorher da. Nicht zu viel reininterpretieren. Der Tree hat jetzt auch den dritten Block gepult. Nature's Prophet macht einen richtig guten Job dabei, die Lane zu kontrollen. 42, der wird jetzt gestohlen. Na toll. Ja, hat sich an der Rune leider catchen lassen. Und dementsprechend ist hier tatsächlich der Clockwork als First Blood doch sehr schnell down gegangen. Visage hat natürlich einiges an Damage. Aber mit Ogre Major erreicht das halt auch. Razer wird halt hier tatsächlich in der Mitte das Problem haben, dass er doch sehr viel Harris bekommt durch den Tidebringer. Deshalb versuchen wir jetzt auch einen Gank zu machen, aber CM ist zu spät. Ja, Level 1, gut. Secured aber immerhin die Regen-Rune, was für den Razer sehr, 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 sehr wichtig hier ist. Wir könnten eventuell den Prophet von hinten angehen. Hat er von keine Vision.
Aber. Ja, müsste er doch noch ein bisschen warten. Pushen hier auch. Mal schauen, ob die CM genug Geduld hat. Denn das könnte durchaus was werden hier. Mal schauen. Wie weit der Prophet halt das irgendwie riechen könnte. Es scheint zu funktionieren hier. Ja, aber. Ja, ist jetzt weit genug. Frostbite kommt nicht ganz raus. Und CM ist ein bisschen zu weit vorne hin. Und tatsächlich sollte die CM hier down gehen. Kann auf jeden Fall nicht hergehen, hierher. Und, oh, ja. CM ist somit quasi tot. Ja, auf jeden Fall. Das war nix. Ja. Quasi haben doch quasi eine Aktion gebracht, die sie nicht exekutieren konnten. Und Prophet hat halt einfach sich gefreut darüber. Hey, das Mankill. Nehme ich gerne 2-0 für 3D Max. Die Frage ist halt, wer wird mehr Impact haben im Midgame? Necro oder Slark? Also da hauptsächlich auf die Kills ankommt hier. Ja, Stun ist raus, aber TP schafft er nicht ganz tatsächlich. Das ist bitter. Hätte doch gerade so den Hit rausbekommen. Und Nature's Prophet geht down gegen mit den Slark, der jetzt hier auch seinen ersten Kill bekommt. So, Stealen ist doch einiges. 70 Damage, 84. Puh. 84 Damage gesteelt vom Razor. Komplette Duration. Hat natürlich jetzt erstmal den Kuka nicht so viel übrig. Noch Damage? Nein, macht er nicht. Soll ich mal den Nein, aber ja. Es gibt ja weniger XP, von daher. Auf jeden Fall viel wert. Ich guck mir den Clockwork an. Ist jetzt Level 4. Wird hier wieder angegoat. Aber kommt weg mit nur einem Battery Assault. Hätte schlimmer sein können. Christian Main ist wieder da, allerdings sollte es vielleicht auf Dschungel konzentrieren. Kriegt hier doch irgendwie erstaunlich wenig dafür. Und es hat ein Support, der relativ wenig farmt. Level 3, jetzt im Ogre Major auch Level 3 und Level 3. Kriegen hier doch schon mehr. Die Mensch ist halt schon Level 4. Die Levels ist halt natürlich mit dem Jungler doch besser. Und sie haben einen Kill bekommen. Von daher relativ even. Aber ja. Christmane versucht hier ein bisschen die Trees zu farmen. Mal gespannt, wie erfolgreich dieser da sein wird, ja. XP läuft halt der Tree einfach weg. CM hat einfach nur ein bisschen Damage getradet. Daher weiß ich jetzt nicht, inwieweit das halt so sinnvoll ist, als Low Damage Support wirklich Trees anzuhitten. Wo man halt weiß, okay, die bekomme ich halt eh nicht. Das ist halt doch einer der Vorteile von Nature's Prophet, denn im Gegensatz zu Veno Wards kannst du sie halt wegschicken. Das ist halt nicht so, okay, du machst eine Veno Ward an eine Position, wo du denkst, ups, war wohl doch nicht so gut. Und dann hast du halt einfach Gold geschenkt, sondern die können halt auch einfach weg. Okay, bitte geht jetzt hier. Oh, das wäre übel gewesen, wenn er da rein tippiert wäre. Das wäre quasi ein Insta-Kill gewesen. Versuchen jetzt hier ein Gold zu machen auf den Bunker, der nach vorne läuft. Das ist übel. Stunts überlappen ein bisschen. Aber sollte noch reichen. Rot kommt rein. Und das Damage reicht einfach nicht. Letzter Hit geht rein und ja, geht dann einfach down und train zu zweit. Das Boot ist so imba sick. Richtig, richtig übel. Weil das war so viel Damage, die da reinkommen. Und trotzdem hat das Boot quasi alles gedodged. Tja. Movement Speed, Delayed Reaction to Damage, ja. Reaction Delay 3 Sekunden. Hat eigentlich trotzdem nicht ausgereicht. Also es war definitiv zu viel. Genug. Aber es war doch hauptsächlich hier, dass sie die Stunts ein bisschen overlapped hätten. 1,5 Sekunden Stun und es kam halt direkt der Stun hinterher. Da war ein bisschen Miscommunication und das hat ihn 2 Return Kills bekommen. Daher nicht das, was sie wollten. Und 4 zu 1 für 3D Max. Hier gut vorlegen. Auch passender Rocket hier. Und die Supports gescoutet. Weil er nicht gecatcht wurde. Ein bisschen Damage gestohlen. In der Mitte hat halt definitiv der Razor die Nase vorne. Slug und Necro farmen beide gleich gut. Bei Necro hier wahrscheinlich auf komplettes Mecha geht. Ja. Hat hier das Mecha. Ja, noch nicht ganz fertig. Aber ist gut dabei dafür.
Hat halt auch in gleichen Farben wie das lag, dementsprechend. Ja, doch gut. 4 zu 1. Siehst du halt schon viel. Okay, Triple Knight, dann ist mal ein Bild vom Nature's Prophet hier. Der auf jeden Fall fighten will. Findet hier den Clockwork, der vielleicht Cox hätte machen können. Und mit den Stick Charges hätte er was machen können. Hat jetzt sich so einfach komplett seinem Schicksal ergeben. Naja, keine Ahnung. Sollten hier aber den Tower bekommen. Definitiv genug Damage und auch genug Heroes da, um da was zu machen. Ist halt dann die Frage, inwieweit Northern Alliance jetzt hier auch irgendwas bekommt. Denn sie haben halt die Möglichkeit, also 3D Max hat mit dem Lineup die Möglichkeit, Kills zu holen. Und Northern Lion, Tower zu holen. Northern Alliance könnte mit dem Slug Kills bekommen, aber... tun jetzt hier ein bisschen was zu machen, aber haben halt auch keinen Tower Damage. Kannst du vergessen. Und ja, 3D Max geht einfach weiter. Einiges an Damage, also einiges an Rüstung da und es ist nicht mehr so einfach, einen Tower zu bekommen, aber stehen dann einfach da und machen Damage, Damage, Damage. Kriegen zum Hälfte down, bevor sie zurück müssen. Mitte haben wir einen Razor, der von Haste Kunker abhaut. Tja, und in der, auf der anderen Seite kriegt halt ein Lions halt nichts gebacken. Haben halt kein Tower Damage. In der Mitte kriegen sie nichts. Und jetzt TP wird halt einfach oben hin TP, sie haben halt genug Damage auf den Tower gemacht. Und haben damit anderthalb Tower genommen für nichts. Was halt ein super Trade ist. Außerdem haben sie sogar noch einen Clockwork Killer dafür bekommen. So, die Crystal Maiden zahlt sich, geht so aus. Hat jetzt eventuell bald ihre Boots. Da bin ich halt wirklich, ich bin mir halt nicht sicher. Also klar, für Slug ist ganz gut, für Clockwork ist sie halt auch doch ganz gut. Aber das Problem ist, irgendwie die Chris Main hat jetzt wirklich viel gebracht. Hat nicht wirklich gejungelt, hat nicht wirklich gegankt. Hätte vielleicht mal mit Smoke ganken was machen können. Wobei haben sie ja gemacht, aber hat nicht so wirklich viel gebracht. Tja, haben einen schönen Draft, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob sie halt wirklich was rausbekommen. Ganks sind da für ein Match fürs Bild. Also, ja. Sehen hier schön, dass der Urmagier da ist, aber ja. Razor läuft ja trotzdem rein. Also, sie haben alles was gesehen, sie haben den Gank gesehen. Aber es ist halt schon krass, wenn es halt so gar nichts bringt. Wenn sie halt hier sehen, okay, da sind alle. Und sie machen gleich ein Go. Und sterben halt immer noch dagegen. Kriegen jetzt hier nicht das Profit, aber wenn halt zu zwei oder zu dritt sogar hier. Dann ist jetzt da, ja. Dann ist da. Oh, natürlich ein Multicast. Sonst ohne hätte er es nicht geschafft. Zack. Ja, kriegt hier doch noch. Kriegt hier doch noch den Kill raus. Aber. Ja, es. Slug, die Dominating Streak bekommt, ist tatsächlich einiges. Jetzt sind Kills. 500 Gold. Ist schon was. Ja, Neko könnte hier ein Problem haben. Solange halt jetzt erstmal nicht gestunt wird. Aber gut, Swap ist halt auch noch da. Sollte vielleicht irgendwas getan werden. Ja, okay, sowas dann halt auch. Ganz. Okay, doch. Genug Damage ist da. Ich würde schon sagen, vielleicht sollte der Swap aufgewahrt werden für. Wenn TP genommen wird. Aber der Damage von Razor. 200 Damage Pit. Das reicht da auch, um durch Positioning die Kills zu bekommen. Schön geturnt hier. War der Necro ein bisschen zu lange geblieben oder. Hat er, ist halt nicht direkt getP'd. Hat er nicht so ganz mit gerechnet. Slug hat jetzt seinen Blinkdinger. Die Frage ist halt, ob er irgendwie Juicy Supports findet. Visage ist halt auch nicht so die einfachste, down zu bekommen. Oder Magi ähnlich, weil der Slug doch der bessere Held ist. Alles, was Ogre Magi macht, kann er halt komplett weg Dark Pacten. Aber jetzt, ja. Jetzt wird man sehen, ob der Draft von N9 sich auszahlt. Besonders halt auch 3D-Max mit dem Necro. Ob sie da hier zusammen rumgehen können, ob sie halt die Teamfights bekommen, die sie wollen. Wo besonders Necro und Kunker doch scheinen. Erst ein bisschen in dem Tower hier zurück. Smoke ist da. Scheint aber nicht gebraucht zu werden. Sagt bestimmt ein bisschen im Tower. Aber hat er doch kein Damage. Bisher noch kein Damage-Item. Portraits, ja.
geht hier raus, aber erstmal Mitte gucken. Ja, 3D Max, 5 Mann, einfach in die Mitte, Felden. Und holen hier relativ easy den T1 Tower. Und die B natürlich auch rechtzeitig, um ihren Tower zu deffen. Und zwar einige. ACP ist zurück. Und auch Northern Lions kriegen hier keinen Straggler mehr zurück, der weglaufen wollte, aber zu weit in der Base gemacht hätte und dann von der Wedge fürs Bild vielleicht einen Stun bekommen hätte. Und sicherlich Hookshot. Könnte, sollte ein Kill sein. Damage ist auf jeden Fall vorhanden. Und da haben sie dann doch immer der erste Kill für den Clockwork. Outreds 0-3. Aber immerhin die vier Assists sind da schon einiges. Und jetzt ist halt auch so die Zeitpunkt, wo auch der Clockwork so langsam mehr wird. Boot auf den Razor. Trifft doch komplett. Und das ist halt immer das Problem. Vom Boot muss er weglaufen. Könnten sie natürlich kein Follow-up machen. Dadurch, dass der Razor, der Kunk halt einmal so nah ranläuft. Standoff gerade in der Mitte. Ein Lions bleibt dort, obwohl sie keinen Tower haben. Das heißt, sie wollen eigentlich auf jeden Fall was tun. Oder wissen nicht ganz so wohin. Beide Supports sind hier da. Eigentlich auch alleine. Also richtige Initiation haben sie halt auch wieder nicht. Setup sich gerade der Kunker mit dem Boot. Und mit X. Initiation macht. Aber das scheint doch, also das funktioniert doch relativ gut, muss man dazu sagen. Ist jetzt nicht so, dass sie Probleme mit haben. Der Punkt ist halt nur, dass 3D Max fightet halt, sie brauchen die nicht, ich nicht. Sie fighten entweder aggressiv, wenn ihr jetzt einen Tower rein, wirft der Top-Lane. Und einfach hier, zack, einfach in den Tower rein zu dritt, beziehungsweise zu viert. Oder sie deffen einfach ihren Tower, wie in der Mitte halt eben geschehen ist. Und Northern Lions ist sich unsicher. Wollen irgendwie nicht den Top-Tower verteidigen. Wollen aber irgendwie gerne in die Mitte rein. Haben aber dafür vielleicht zu wenig Wave-Clearing. Und verlieren hier den ersten Tower und kriegen natürlich Masterpiece wieder rein. Wird gedefft. Aber Nekro kommt weg. Herz lag nicht genug Damage. Außerdem ist Nekro relativ tanky. Hätte auch noch einen Mecker gehabt. Und so weiter und so fort. Ja, Kunker würde gerne die CM haben, aber läuft ja doch zu weit weg. 3D Max verteidigt ihre Tower sehr, sehr gut. Wenn sie ins Lag, der doch schon einiges an Farm hat, auch doch schon einen starken Farm-Vorteil hat und auch im Networth fast 2000 über dem Nekro ist, die Frage ist halt, ob er das nutzen kann. Dann ist hier sein Ultimate Orb, wird wahrscheinlich direkt auf Scuddy gehen. Und erstmal können sie ihn auch nicht. Können ihn nicht so wirklich down bekommen. Oh ja. Nee. 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 Hat mir gedacht, okay, Team Heat raus, ich kann ihn unterbrechen, aber ja. Nope. Da hat das andere Team wohl. Also da haben die Mates von den Lions gesagt, nope. Nope, nope. So, in den Tower zu bekommen. Schatten Deny von der Visage möglich ist. Nein, ist nicht möglich, aber X ist halt auch da. Dark Pact. Boot hittet nicht, konnte rechtzeitig rausblinken, aber haben den Wünsche fürs Bild bekommen für den Tower. Ist auf jeden Fall wert für die N-Lions. Aber jo. Dafür wird der Necrofrost hier sterben. Was halt auch sehr bitter ist. Sehr, sehr bitter. Ist jetzt schon das zweite Mal, wo er jetzt an der gleichen Stelle stirbt. Hat auch mit Razor TV, Link und dann ein Follow-up, was die Venture Spirit ist oder der Clockwork ist. Und dann, das ist halt das Problem, was auf jeden Fall lag gerade. Ein Vorteil gegenüber dem Nekro hat. Schöner Dodge hier. Aber die Frage ist halt so langsam damageweise. Wie kommt hier tatsächlich weg? Einfach auf. Okay, Crystal Mage stirbt mal wieder. Ja, Dark Pact regeneriert ihm gegenüber der
auch gegenüber Ignite, weil er zu sehen ist. Sie Ulti anmachen. Aber ist auch erstmal home free. Und hat hier relativ viel Space, halt auch auf der Bottom Lane. Aber jetzt wird er rein debeat. Damage ist richtig viel gestohlen von Razer. Wenn er das jetzt irgendwie in die Leute reinbekommt, die Frage ist, bekommt er das? Und sieht nicht danach aus. Das Boot hittet und besiegt das Schicksal. Und Necro überlebt das Ganze. Ich habe so das Gefühl, dass Clockwork das Ganze nicht überlebt. Ja. Oh, wunderschön. Da war die Cox zu viel tatsächlich. Mystic auf der anderen Seite holt sich den Slark. Ist der denn... Oh. Ist der da gegen eine Visage stirbt, alleine. Das ist schon, also gut, Luka Magi zusammen, aber auch mit beiden Supports. Das überrascht mich hier. Damit hat er wohl nicht gerechnet. Das ist halt so ein Punkt, 3D-Max haben den Vorteil in Towern und den Vorteil in Kills. Der einzige Vorteil, den Alliance haben, ist Slark. Wenn er jetzt hier abfällt, der Necrofoss holt schon ein bisschen mit Farm auf. Und jetzt ist er doch Slark einmal gestorben. Dann könnte es halt, ja, dann könnte es halt relativ schnell auch vorbei sein für Lions. Weil Slark spielt sich sehr gerne oder sehr gut von vorne. Von hinten ist doch nicht so viel zu tun da. Das sind zu 8, wir schauen uns mal die Graphen an. Bei dem Max ist weit vorne. XP war mal in Lions auch vorne, einfach auch wegen der Crystal Maiden im Dschungel vielleicht auch. Und weil sie nicht so weit in Kills hinten waren. Ah, das sieht jetzt doch schon relativ stark in Favor of 3D Max aus. Aber das ist halt die Frage, ob die, halt die Leute die ganze Zeit wegkommen. Und das ist halt gerade der Fall. Nature's Prophet TP'd einfach raus, Kunker TP'd einfach raus oder läuft halt weg. Und das schließt es halt ein. Also, das schließt... Das grenzt die Auswahl der Helden, die Slark solo killen kann, sehr, sehr ein. Und Slark, ähnlich wie Patch, ist halt auch ein Held, der ja, davon lebt, dass er Angst auf dem Spielfeld verbringt. Hat jetzt hier die Ward gescoutet. Aber, naja, wenn du halt einen Prophet hast, der machen kann, was er will, Kunker machen kann, was er will, und Necro machen kann, was er will, das ist halt schwierig, als Slark wirklich so zu spielen. Muss halt immer mit jemandem zusammen sein. Und das ist halt auch die Mobilität. Das schränkt die Mobilität vom Slark ein, wenn er halt immer noch jemanden dabei haben muss. Andererseits aber hier Razer und Razer plus X kann halt den Necro halt auch einfach solo killen. Und Slark plus X kann halt auch eigentlich jeden killen. Seit bisher kriegen sie das irgendwie nicht genutzt. Slark farmt währenddessen. Midas und Cooldown, nicht mehr lange. Hat aber auch bald mehr Gold. Hagadam ist fertig auf Necro. Wahrscheinlich danach auf Refresher gehen wird. Und dann wird das spätestens im Late Game. Wenn auf einmal keine Buybacks mehr vorhanden sind. Richtig übel. Aber es ist auch relativ greedy. Wie gesagt, wenn der Slark halt die Kills bekommt, ist alles okay. Wenn nicht, haben Endlines ein Problem. Dementsprechend würde ich schon fast dem Slark gerne da folgen. Aber er macht natürlich auch erstmal ein bisschen De-Warding. Und dadurch, dass alle T1 Tower fast noch stehen, hat Slark natürlich auch eine schwierige Zeit, hier Pickoffs zu finden. Bei dem Max versuchen sie jetzt mit der Top-Lane Pickoffs zu finden, könnten. Nee, finden den Razer nicht mehr. Obwohl er doch einige Movement Speed hat mit Smoke und Shadowblade. Aber ja, jetzt ist Slark auf der Bottom Lane. Findet hier den Nature's Prophet und sollte diesmal auch genug Damage haben, um ihn down zu bekommen. Ja. Das funktioniert jetzt langsam. Ja, ist halt die Frage, inwieweit er das noch weiter hinbekommt. Außerdem kann er das Shadowblade ja auch erkennen vom Slark. Nur wenn er nicht denkt, dass es vielleicht doch ein Ward ist. Jetzt rotiert er hier weiter, könnte eventuell auf die Visage treffen. Was doch sehr cool ist. Sehr cool wäre, aber die Ward scoutet ihn halt. Die Lions wollen den Tower haben. Machen hier Pressure da drauf. Finden hier den Slark.
jetzt hier denkt, dass es eine Ward ist, aber nein, es war Gucker. Und eine Ward. Wir wissen, dass es hier oben keine ist. Aber. Nope. Von daher ist jetzt klar, dass entweder da oder da eine ist, aber mit der Vision sollten sie. Egal. 3D Max Enforce. Sehen es halt die ganze Zeit und werden jetzt als 5-Mann-Klumpen irgendwo hinlaufen. Als 5-Heroes-Klumpen irgendwo hinlaufen. Die CM wurde wieder gefunden. Frage ist, ob sie Vision bekommen, dann ist es ein Easy Kill. Es ist kurz stehen geblieben und direkt gebürstet worden. Ja, ein bisschen weit vorne vielleicht. Wenn ja alle Leute sind. Tja. Die Frage ist, können sie oder die CM fighten? Und ohne einen Slug, der bisher sich noch nicht ansteckt, dahin zu kommen. Macht sich jetzt langsam auf dem Weg. Aber der Tower ist auch schon tot. Können eigentlich nicht fighten in Lions. Brauchen Pickoffs. Aber solange 3D Max groupen, was sie aber allerdings erst jetzt getan haben, ist es ganz gut. Das finde ich super Movement von 3D Max, dass sie eigentlich das tun, was sie tun. Nämlich sie groupen, sie farmen. Und dann groupen sie auf und holen den Tower. Das ist eigentlich super. Andererseits sollte es aber auch eigentlich super sein für den Slark. Der dementsprechend, sobald sie halt nicht fighten, kann Slark Pickoffs holen. Und sobald sie fighten, kann er da sein. Aber irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Skadi ist halt fertig. Aber. Wird es mit dem Basher, mit der Solo Healing Potential halt größer. Die Frage ist halt, ob derzeit dann halt wirklich noch... ob irgendeine... ob sie halt noch 5 Mann machen. 3D Max hier. Klar wird hier dewardet, aber sie brauchen doch relativ lange dafür, das Ganze einzuschränken. Und es stehen halt auch schon wieder die nächsten Wards dort. Tja, Slug versucht ein bisschen auf den Bottom Tower zu holen, aber allerdings müssen sie jetzt zum CT2 Tower traden. Sie sagen sich, nö. Und wollen hier fighten, dann sollte Slug vielleicht mal TPen. Ja, mal schauen, ob es jetzt... Okay, jetzt geht's in Go. Slug TP rein. Hookshot. Wird nicht nötig sein auf den... auf den Allgemeinen, aber alles Mist gerade. Das ist halt relativ übel. Die Frage ist, wann sie jetzt turnen. Eko ist jetzt drin, relativ low. Allerdings, die beiden Supports sind schon tot. Boot kommt raus. Razor steht einfach in der Mitte. Mit dem BKB. Aber die Familias bursten halt. 3 Familias. Agas ist gestunt. Hat aber auch leider seinen Shadow Dance nicht mehr. Kommt hier anscheinend weg. Blink ist ready und er kommt fast als einziges weg. Nur der Clockwork. Hier ist er weit gedived ist für den Kill auf den Necro. Ja, nee, nicht für den Kill auf Necro. Ist einfach quasi weggelaufen. Ja, 3D Max hat mehr Teamfight. Und haben jetzt auch einen Clockwork gefunden, der halt einfach mal von hinten in 5 Leute reinläuft. Wie ihr gesehen habt, okay. Das ist nicht so tolle. Versuchen jetzt hier zu turnen. Braucht noch ein bisschen, bis Slug da ist. Nicht, dass Prophet sollte damit down gehen. Und jetzt versucht Visage rauszutippen. Schafft es nicht ganz. Monster Killing Spreak dafür. Okay. Und keinen Turn hier. Versuchen hier Familias zu bekommen. Aber ja, der letzte Hit kriegt tatsächlich noch Familias. 100 Gold für die Crystal Maiden, die sich darüber sehr, sehr freut. Haben jetzt hier ein paar Kills bekommen, aber ob es das wert war, einen kompletten Teamwipe dahin zu machen, ist halt auch schwierig. Allerdings wird Slug immer fetter. Der jetzt auch bald sein erstes seinen Basher bekommt. Und damit auch noch wesentlich mobiler ist. Tankig ist er. Armor hat er auch. Damage ist einiges da mit dem Basher. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig werden. Und um mehr zu bekommen. BKB wird wohl auch auf dem Necro jetzt gebaut. Ich sehe halt so, also, ja, in Lines ist halt alles auf Ingman hier auf dem Slug. Wenn er das nicht hinbekommt, Kills zu finden, was nicht unbedingt in ihm liegen muss, sondern einfach nur an 3D Max sein kann, die einfach nur zu 5 drum gehen, dann wird das richtig schwierig. Geht doch hier nicht auf den Basher, sondern erst auf den BKB. Tatsächlich wahrscheinlich auch die bessere Wahl. Aber gut, 3D Max smoken hier erstmal, schauen eventuell sich Roshan an. Oder vielleicht versuchen sie irgendjemanden zu finden. Allerdings sieht es erstmal wieder aus. Wir wollen erstmal Roshan sneaken. Ja.
sind sich hier sehr nah, aber sie wissen halt nicht, dass sie da drin sind. Whoops. Und jetzt haben sie alle gefunden. Die Frage ist halt hier, oh, Cox auf 3. Das ist eine richtig tolle Sache vom Clockwork hier. Okay, Mensch, er kann sich rausbringen. Aber Razor steht halt mittendrin, hat es gelingt, hat den Static Storm an. Clockwork geht draußen auch und CM sollte auch hier down gehen. Das ist ein relativ komischer Fight mittendrin gewesen. Allerdings, der Razor und der Slark könnten das halt hier soweit richtig bringen. Springt aber den Familias hinterher. Was vielleicht hier nicht die richtige Idee war. Denn, ja, dann passiert das hier. Und Razor geht down. Was er vielleicht, wenn der Slug in der richtigen Position wäre, nicht passiert wäre. Roshan ist low. Und vielleicht versucht das Slug jetzt alleine zu machen. Aber mit den Familians bin ich mir nicht sicher, ob er das machen kann. Damage ist da. Ja, muss er gucken. Aber ich glaube, die Familias werden ihm das halt irgendwie versuchen zu snipen. Oga Major ist auf dem Weg. Wird wahrscheinlich ein bisschen zu spät werden. Und ja, da sind auch die. Die Familie ist da, die einiges an Damage machen und somit verhindern, dass Slug das ganze Ding alleine macht. Relativ böse mit den Familias, aber ich glaube jetzt. Nature's Prophet ist schon drin, ja. Ja, jetzt müssen wir gucken. Und doch, Slug. Slug schnetschiges. Oh, die Familias wollen dann noch den Frosch an, das ist richtig übel. Schön gemacht hier, schön gemacht hier. Aber Oga Magi sollte down sein, das liegt es. Aber gut, ja, geht hier down. Aber wir sind so weit vorne. Aber super schön gemacht von den Familias dann hier, dass sie das ganze Roshan-Geld losgeworden sind. Es sind auch immerhin einiges an Gold. 1000 Gold hier. Wenngleich halt hier auch Razor dafür gestorben ist. Aber es hätte wesentlich, wesentlich besser für 3D Max laufen können. Denn da in der Pit so gefangen zu werden, ist halt richtig übel. Oga Major hatte dann eine gute Position. Wobei er eigentlich auch nicht hatte, halt zwei Spells und musste dann warten. Tja, mal schauen, ob die Alliance jetzt hier reingehen können. Sind halt alle hier. Und haben hier sogar Necrof gefunden. Der wahrscheinlich hier sehr schnell down gehen wird. Ah, das Boot. Ah, das Boot ein bisschen zu kurz. Kriegt er hier ein BKB raus. Und macht hier einiges an Damage. Die Frage ist halt, ist es genug und kommt dann auch danach wieder raus. Er hat aber noch der Aegis, dementsprechend wird das erstmal komplett ausnutzen. Muss allerdings jetzt auch raus. Und ja, lieb nicht getroffen. Das sollte. Das kann er auch noch machen und jetzt kann er rauslieben. Oh, im Flug noch. Und da geht der Slugdown. 750 Killstreak an die Visage. Das lief nicht so gut für den Lions, obwohl sie den Necro gefunden hatten, aber der hat zu viel Damage gemacht auf alle. Und dann kam das Boot, was tatsächlich off the mark war, aber wenn das noch so richtig getroffen hätte, ohne Slark-PKW, dann wäre es noch viel schlimmer gelaufen. Puh. Ja, Razor war nicht drin, vielleicht war das ja doch der Ausschlag, dass sie halt wirklich 4 gegen 4 da fighten wollten. Naja. Hat zwar nicht so funktioniert, Teamfight-Sache, sind halt 3D Max einfach noch stärker dabei. Schauen uns mal die Grafen an. Wir haben die Alliance, die die XP weiter runtergezogen haben, dadurch, dass sie die Rush contesten konnten. Networth hat sich nicht so viel getan tatsächlich, weil halt auch die Kills getradet wurden. Und niemand hat so wirklich einen kompletten Teamfight-Wipe gemacht hatte. Außerdem haben sie auch Roshan bekommen von 3D Max. Ah, ich glaube, die Message ist jetzt tot, ja. Oh, was? War wohl zu greedy von Kunkka. Wollte keine Ex machen. Okay, und damit überlebt sie tatsächlich. Finde ich in der Haste-Rune. Das freut ihn. Da kann er vielleicht mal in den Dschungel vorbeigucken. Oder sich einfach schnell Farben holen. Na gut, geht ja auch. Itemweise, Visage, ja. Alle Items, alle wichtigen Items sind wirklich raus. Prophet hat, ja, Prophet hat relativ wenig, aber ansonsten ist doch alles vorhanden. Auf der Seite von 3D Max, auf der Seite von Alliance, Slark hat jetzt seinen Basher. Razor, ja, BKB, wahrscheinlich Shivas oder eben AC. Clockwork hat ja relativ wenig, die beiden Offlaner sind doch sehr weit runtergehalten worden. Und auch Crystal Maiden hat eigentlich seit 30 Minuten keine Item Progression.
Wird auch nicht. Also ein. Ich glaube, er wurde gebannt, aber so ein Sand King wäre da wahrscheinlich sinnvoller Art gewesen, wenn es so gejungelt wurde. Aber ich glaube, der wurde gebannt. Okay, beide Seiten wollen jetzt noch nicht so wirklich kämpfen. Roshan ist auch noch einige Zeit, bis er wieder da ist. Und ja. Bunker nimmt so langsam Damage hoch, Crystallis kommt. Daher wird langsam das Potenzial da sein, um hier diese Crits zu machen. Aber noch nicht. Oslag. Noch 30. Weiß ich, lasse jetzt weit vorne, aber Razer hat dafür doch im Gegensatz, also im Vergleich zu Kunker doch einiges an Damage. An Last jetzt, die er doch mehr hat als sein Mitten-Kunker. Aber es hat alles nichts wert, wenn drei Nemax einfach Highground gehen können. Wenn sie zurückkommen, Slag ist noch nicht ganz da, ist aber jetzt da und jetzt könnten sie langsam hingehen. Locker springt rein. Beide sind allerdings in den Cox, was vielleicht eine gute Idee war. Das Boot sitzt genau. Visage geht als erstes down. Aber auch in Line sind relativ low dafür. Die Frage ist halt, wie der Slag sich da macht. Die Supports sind beide low. Kunker kriegt die CM nicht ganz. Und Slag ist halt immer noch drin. Jetzt ist Razer low. Und wird auch von der Side getroffen. 100 Sekunden auf Cooldown, ohne Buyback. Slag ist von hinten noch drin. Und die Frage ist halt, kann er das hier turnen? Scheint eher nicht der Fall zu sein. Denn die Visage-Familie, das macht einfach zu viel Damage. Muss hier wegjumpen. Aber kann eventuell noch rumkommen. Ja. Naja, gut. Relativ even hier der Fight. 3 zu 3. Aber der Punkt, ja gut. Beide Carries sind weggekommen. Beide Carries haben Gold bekommen. Und die Supports haben verloren, ja. Insgesamt ein bisschen mehr XP-Change für 3D-Max, aber naja, für 35 Minuten ist es nichts. Ja, okay, also vielleicht funktioniert blankes Highground-Gehen doch nicht so gut für 3D-Max. Und sie müssen sich was anderes ausdenken. Vielleicht ist es die Aegis, die in 2 Minuten eventuell wiederkommen könnte. Vielleicht, tja, Slark weiß auf jeden Fall, okay. Slark sieht, es sind auf jeden Fall Pickoffs, die ich haben will. Aber Nature's Prophet war vorher schon weg. Da muss er jetzt sehr, sehr vorsichtig sein. Oder eventuell sogar einen Blink kaufen. Aber dafür hat er erstmal noch kein Geld. Mal schauen, ob einer von beiden Teams jetzt anfangen wird zu smoken. Aber sind zu weit gesplittet, um da in Sachen Smoke was zu tun. 2200 Gold für Crystal Maiden. Mal schauen, ob es ein Blink ist oder ob sie doch eher auf BKB geht. Was ich hier tatsächlich sinnvoller finden würde. Oder halt ein Ghost tatsächlich gegen den Kunker. Die Frage ist halt, ob es rechtzeitig rauskommt. Muss halt irgendwie vor dem ersten Hit sein. Weil das kann halt schon zu spät sein. Deshalb halt schwierig. Blinkdagger, aber für Crystal Maiden. Ja. Wird sie auf jeden Fall länger damit überlegen, einfach dass da das Positioning besser sein kann. Kriegen jetzt auch den Middle Tower in Lions, endlich den T1. Aber, ja. Alle T2 für 3D Max stehen noch. 6000 Gold Vorteil. Ein erheblicher Teil der Map ist doch für 3D Max offen, wohingegen in Lions es nicht kann. Und jetzt kommt der besagte Smoke, der auch wahrscheinlich direkt in Gegner reinläuft. Stehen aber doch relativ gut hier, um was zu finden. Und finden jetzt das gesamte gegnerische Team. Aber das Slark ist hier drin. Triple Multicast. BKB ist aktiviert. Ogre Magi sollte hier direkt down gehen. Boot allerdings hittet auf den Razer. Wunderschönes Ulti von der Crystal Maiden. Aber der Damage reicht einfach nicht. Razer hat sein Ulti nicht rausbekommen. Und tja, das war nichts. Clockwork geht hier auch noch down. Slark kommt da weg, aber das lief wirklich miserabel. Sie haben da alle gesehen. Und trotzdem wollte Razer nicht sein BKB machen und reingehen. Hat damit mit dem Boot bezahlt. Na, Roshan dauert noch 2 Minuten. Da werden hier 3D Max nichts für bekommen. In den 30 Sekunden wird sich nichts passieren. Aber richtig schöner Teamfight.
hat gut funktioniert und hätte, also, ja, wesentlich schlimmer sein können für 3D Max hier. Wenn der Razer, ja, das getan hätte. Es lag Vinity und Kunker und, ja, mit einigen Bashes passierte auch einige Kills. Das sind halt die wichtigen Kills. Wenn Slark Kunker kriegt und wenn Slark Necro kriegt. Jetzt 60 Creeps vorne. Und auch Razer ist 50 Creeps vor dem Kunker. In Farm haben sie das. Die Frage ist halt Teamfights. Eine Execution mangelt. Vielleicht auch, weil Training Max einfach das more experienced Team ist. Aber ja. Solange Slark nicht stirbt, ist hier eigentlich alles okay. Und das sieht erstmal auch nicht so aus, als ob er stirbt, denn seine BKB-Usage ist doch auf jeden Fall punktgenau. Ups. Und ja, da ist die Wedge weg. Das ist nicht so gut. Aber ich bin sicher, wird gleich wiederkommen. Eben war es die CM am Anfang, die da disconnected ist. Jetzt Wedge fürs Bild. Ja. Ja, Grafen ist halt immer noch sehr, sehr even. Es ist immer noch sehr even, obwohl halt N-Lions doch mehr Farm haben, haben sie halt weniger Tower. Die Frage ist halt, wie das vom Runterspielen passt. Ultra Late Game haben wir natürlich einen Prophet, wir haben eine Kunker und wir haben eine Necro. Ja, besonders wenn es in Richtung Buybacks geht, da doch einen Unterschied macht. Slark wird halt langsam fetter. Also Six Leute ist noch lange nicht. Linkdinger kann auch weg, Midas kann auch weg. Dann hat noch zwei Slots frei. Eigentlich ist noch 2800 Gold drauf. Aber ansonsten, so richtig Late Game in Lions ist halt schwierig. Also ja, Razer kann gehen, Clockwork ist reasonable. Ja, Venge nicht so wirklich und CM auch nicht so wirklich, besonders wenn beide Heroes Blinkdagger haben, die sie irgendwie bisher noch nicht so wirklich nutzen konnten. Der Ulti von der CM war halt super, aber naja. Kam halt nicht rein. Aber was auf jeden Fall hier wichtig ist für Alliance, ist, dass sie Pressure machen. Sind jetzt schon auf der anderen Seite des Rivers, sind weiter dafür da, um... Nein, wollte nicht springen. Die jagen die Familias, aber gutes Micro sorgt dafür, dass hier nichts passiert. Alliance will halt auch diesen Rush schon haben. Wollen halt auch versuchen, dass die Familias das nicht scouten, wann es passiert und dass es passiert. Allerdings wird das halt relativ schwierig, besonders wenn diese Familias doch so einen sicken Damage machen. Puh, einiges an Damage. Ja, und 3D Max sagen sich auch einfach, hey, wir können auch einfach dich fünf Mann durch die Mitte machen. Erstens haben wir die Vision. Zweitens, naja, 3 TPs von verschiedenen Leuten auf das CM. Ja, braucht ja sonst keine Items. CM ist da oben, sollte noch ein bisschen da oben bleiben. Allerdings sind ja die Familias, die müssen einen schnellen Blinkfinger haben. Da könnten sie jetzt reingehen. Das könnte ein richtig schönes Ulti werden. Ja, und jetzt let it snow, let it snow, let it snow. Richtig schönes Ulti, das sie da rippen lässt. Jetzt war jetzt schon alle raus, aber wunderschöner Damage, der hier gemacht wird. Beide BKBs sind jetzt online und N-Lines sind drin. Clockwork ist down, aber 3 down. CM Double Kill. Visage wird jetzt hier wahrscheinlich down gehen. Allerdings Razer ist low und Visage Familias scheinen nicht rechtzeitig ranzukommen. The Chase is on. Stun ist gleich ready. Und dann ist halt auch Necro mit seinem Leben. Übel, übel, übel. 3D Max bezahlen hier doch richtig stark. Und zum einen wegen der super CM-Position hier oben. Richtig schön gemacht. Zum anderen habe ich auch einfach, weil N-Lines vorbereitet waren. Und sie da rein sind. Und ja. Wusste ihnen nicht so ganz, wie ihnen passiert. Das Fight Recap habe ich verpasst, das hätte ich mir sehr gerne. Und eine weitere Regis auf der Seite von Slark, der jetzt in seine Miners los ist, eventuell noch irgendwann sein Blinkdagger los wird. Im Game kann man auch ganz gut dewarden.
Tja, fighten können sie jetzt. Die Frage ist halt, wann die BKBs rauskommen. Okay, ja. Mensch fürs Bild trägt sein Midas. Tauschen sie jetzt hier. Sehr schön. Manche Leute benutzen Kurier, andere Leute benutzen einfach nur Supports. Ich werde auch die CM benutzen. Jetzt sind wir noch 3 TPs? Nein. Hat jetzt einen Smoke gekauft und das eine TP benutzt. Aber sehr effizient, ja, sehr effizient. Allerdings 4000 Gold. Ja. Mehr brauche auch nicht. Weiß nicht, was er sonst noch. Was kommt danach noch? Butterfly oder sowas vielleicht? Wäre durchaus noch drin hier für den Slug. Was soll das für ein Daedalus oder so? Wenn er unbedingt Damage haben will. Kuka hat tatsächlich immer noch ein Crystallis. Ich dachte, er hat der Item Progression mittlerweile. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Musste die auf dem BKB, bevor er den Damage hat, und jetzt irgendwie ist die. Das Problem des Kunkers ist halt doch schon eher das Schiff jetzt gerade wieder. Das Schiff und halt auch besonders der Rum. Ja, und jetzt liegt es wohl an Alliance, hier den T2 Tower zu pressuren. Alle Ultis sind online, aber Dynamax ist gerade nicht in der Verfassung, das zu deffen. Okay. Prophet Ulti bounced, okay, da oben ist ein Ward. Easy D Ward. Aber mit der Ward haben sie es auch so gesehen mit dem Game. Ah, ein bisschen noch Delay, ja, gute Band. Kriegen sie den Tower hier oder wird reengaged? Aber es scheint, als ob sie den Tower bekommen. Fast einen Deny für den Visage Familias. Aber nichts da. Müssen jetzt hier oben hingehen. Razor ist drin. Clockwork ist da mit BKB drin. Und schöner Swap. Zumindest ist den Nature's Prophet immer noch nicht ganz killed. Das war doch relativ knapp. Aber dadurch, dass das dann daraus kam, kam dementsprechend Kunkka weg. Knappe Sache, aber ja. Bisschen zu nah dran gewesen. Hookshot ist halt immer die Möglichkeit. TP und Hookshot, da kommt man sehr, sehr schlecht außerhalb der Range. Doch, definitiv. Vladimir ist jetzt auch da von der Vengeful Spirit. Ah, und daneben. Aber auch so wäre da wahrscheinlich kein Kill möglich gewesen. Slug muss allerdings aufpassen, klar, 2800 Leben und hat die Aegis noch einige Zeit hält. Noch 3 Minuten. Findet jetzt hier den Necro, der aber Ghost Scepter rechtzeitig angemacht hat. Und BKB geused, vielleicht sollte daraus schöner Swap. Also, ja. Ist ja die Frage, ob sie da fighten wollen. Wenn sie da nicht fighten wollen, war es ein guter Swap. Wenn sie da hätten fighten wollen, hätte er doch lieber seine Aegis da poppen lassen sollen und dann wären sie noch zu fünft. Aber naja, Wirtschaftsbild opfert sich. Und alles bleibt, wie es bleibt. Ja, versuchen jetzt halt die Top-Lanes zu bekommen, halt immer das Momentum nicht abgeben, das gerade wirklich auf Alliance ist. Slug ist richtig fett. Wenn der nicht irgendwo alleine stirbt, dann. Ja. Versuchen sie hier ein bisschen Gold zu machen, aber. Nicht möglich. Visage Familias, jetzt könnte es tatsächlich was sein. Aber die Aegis ist halt noch da. Poppt jetzt hier, Razor. Make-up ist benutzt. Earth of the Storm ist drin und jetzt ist er drin. Allerdings, Clocker ist schon down. Mensch, für Splinter ist natürlich immer noch down. Visage wird low. Allerdings ist jetzt Slug doch. Ja, halt irgendwie immer noch drin. Und könnte hier down gehen, könnte hier down gehen. Geht down, Dominating Streak 500 Kills. Und auf einmal ist es eine 3-0 Trade. Und 3D-Max. Das war auf einmal doch nichts. Ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist. Vielleicht, weil die Venge fürs Bild gefehlt hat. Vielleicht, weil CM off position war. Übel. Vielleicht auch wieder, dass Razor halt schon wieder quasi nur noch ein Drittel HP hatte, bevor er sein BKB angefangen hatte. Hat dann Mecha benutzt, aber trotzdem. War dann auch noch zu viel Damage da. War Crit vom Kunker wahrscheinlich. Und auch, ja, Prophet fängt langsam an, einiges an Damage rauszufahren. Ja, müssen ja Buybacks forcen. Razor Buyback, mal schauen, ob sie ihnen genug ist. Auf jeden Fall zu 5 Tier.
und planen wohl erstmal nicht loszugehen. Jetzt komplette Buybacks. Swap raus, aber BKB an und alles weg. Den Ogre sollten sie jetzt hier mitbekommen. Message ist mit auch low, allerdings. Match for Spill poppt direkt schon wieder. Kunkka chased, bzw. wird gechased. Reicht es allerdings und jetzt ist Necrofrost hier drin. CM geht down. Frage ist, ob es im Necro ist. Das ist ein Ulti und es reicht. Übel. Über 130 Sekunden auf Cooldown. Versucht jetzt hier wegzukommen und schafft es tatsächlich, der Razor noch weg. Slark ist on the sidelines. Die 70 Sekunden reicht nicht. Slark jetzt, ja, jetzt 120 Sekunden. Üble Sache. Musste ja buybacken und fleht richtig viel Geld. Kunkka buyback, jetzt ist das alles all-in. All-in-Seiten von 3D Max, sie bekommen hier auf jeden Fall einiges. Lockwork und Razor sind hier alleine. Das wird nicht reichen. Ich glaube, das ist der entscheidende Fight gewesen. Schöne Rex denied. Und die zweite Rex denied. Okay. Man tut, was man kann, ne? Man tut, was man kann. Auf jeden Fall Necrofrost mit seinem... Und Sam Ghost Scepter hat sich ja schon richtig ausgezahlt. Dass er da lebt und dass er da sein Ulti benutzen kann, Reaper's Sight. Hat sich schon richtig ausgezogen. Jetzt ist er allerdings hier drin. Muss er hier aufpassen, dass er vielleicht nicht gebürstet wird, aber ich weiß nicht, ob es so einen Unterschied macht. DP kommt auch schon wieder hier rein. Nächste Reaper's Sight. Ah, 120 Sekunden ohne Buyback. Das sollte GG gewesen sein. GG von Northern Lions. Hat sich doch sehr schnell auf einmal geturnt, wo das Late Game halt zu late ist Late Game wurde. Und Slark alleine halt das Game nicht mehr carryen konnte. What the game. Ja. Schön runtergespielt von 3D Max. Der Mann, ja. Northern Lions hat ihr komplettes Schicksal auf Slark geworfen und es hat halt nicht ganz gereicht. Das war Spiel 1 im Finale der ESL ThinkFast Razor League. Der dritten Qualifiers zwischen 3D Max und Northern Lions. Game 2 folgt direkt. Bis dann, auf Wiedersehen.